diese entspannende chinesische oder chinesisch anmutende Musik dabei, dieses Geklimper. So, komm schon, einen Wrackschnapper brauche ich noch, einen einzigen. Ich will den Fisch nehmen, andauernd stellt der. Ich glaube, ich habe schon wieder so ein Trophäending. Sehr schön, ey, Pufiange. Du bescheißt doch. Würde ich nie im Leben tun, wie soll das doch gehen? Weiß ich nicht. Hab die Regenwürmer vorher mit Pheromonen eingeschmiert. Genau. Einmal an die Grieben. Ich glaube, dann beißt aber kein Fisch mehr an. Der ist gleich tot. Schwimmt dann nur noch mit dem Bauch nach oben. Wir brauchen bloß noch zugreifen. Genau. Ja, ach, das ist so eine Möglichkeit. Nein, Anglerfisch aus. Pfui. Oh, der leuchtet so schön, wenn es Nacht ist. Guck mal. Hm. Hast du gesehen? Nee, hast du nicht. Ich habe auch einen leuchtenden Fisch. Ja, aber das ist ein stinknormaler. Ich falle erstmal, was ist das denn? Achso, da ist ja Anglerfisch. Nö. Ich dachte gerade so, hä, was leuchtet denn da so schön im Wasser? Das war nur ein Fisch, oh. Okay, ihr habt ja eure Fische an der Angel, ne? Ja. Sehr gut. Ich fahr schon mal um die Insel rum. Was leuchtet denn da so schön im Wasser? Das sind meine radioaktiven Cornflakes. So. Ich mache nur das vordere Segel drin. Rosiger Trophäenwrackschnapper. Sehr schön. Sehr gut, dann packt ihr in die Kiste. Nehmt euch alle schon mal einen Schädel in der Hand. Wir werden mal brutzeln. Kannst du machen, aber ich würde den gerne verkaufen. Ja, ich habe jetzt irgendeinen stinknormalen Fisch. Auch den will ich verkaufen. Nein. Kann ich sein, dass ich auf dem Boot rumfahre und immer nur Obst und Schwein esse, aber nicht einmal einen Fisch? Du hast Schwein gegessen? Nein! Nein, habe ich nicht, aber ich meine. Okay. Dann ist ja alles gut. Ja, jemand wird dann schon den Anker werfen, wenn wir nah genug dran sind. Ja, mit Sicherheit. Okay. Das ist schön. So, muss aufpassen, dass das Essen nicht verbrennt. Ja. Tschüss! Ja. Ja, das Problem war, ich hatte schon einen Schädel in der Hand, wie der Captain das angeordnet hat, und konnte die F-Taste beim Anker nicht betätigen. Was ist denn das hier? Wir sind ja sonst viel weit weg von Kuss. Ja, weil der Anker nicht betätigt wurde. Ich habe es dir erklärt. Muss ich wieder machen, dann sind wir wieder im Hafen drin. So, warte mal. Ah, wir machen mal die Schädel nochmal los. Warte mal, das war. Ja, I'm on my way. Okay. Das war so eine komische Wahrsagerin, wa? Genau. Apropos, ich nehme mal eine Aufgabe bei. Nee, ich nehme noch eine Handelsquest einfach an. Nehmen mal Looten. Oder irgendwie Looten, das war eine Idee. Belobigo freigeschaltet Gütegrad 2, Söldner des alten Ordens. Wo verkauft man den Fisch? Den Fisch verkauft man an Seeposten. Da fahren wir jetzt gleich hin. Hey. Sobald ich mich nochmal komplett voll gemacht habe mit. Rum. Ich wollte gerade sagen, also. Wenn ich voll bin, dann habe ich Rum in Dutz. Rum. Eine Buddel voll Rum. Sehr schön.
Geronimo! Die dicke Frau hat mir gerade meinen Loot geklaut. Fat-Shaming. Genau, Mann. Sei mal hier nicht so scheiße, ja. Fat-Shaming ist nicht cool. Ja. So, da hinten ist ein Seeposten, da fahren wir jetzt hin. Mache das. Sandbank. Ich meine natürlich, wir fahren erst auf eine Sandbank und dann fahren wir zum Seeposten. Da hinten. Ich eimer aus hier. Das ist eine gute Idee. So, plätschert sonst noch irgendwo? Ich hab nie behauptet, dass ich. Das war das. Ey. Wuff. Dein Hundi bellt. Das ist nicht meiner. Das ist irgendein Nachbarshund, der gerade draußen rumbellt. Achso, ich dachte schon, das wäre ein Hund, ein fremder Hund, der sich in deine Bude geschlichen hätte und dir erstmal wild rumbellt. Ja, dann würde ich mich fragen, wo der herkommt. Dann müsste er durchs Fenster gekommen sein im dritten Stock. Mhm. Das passiert, glaube ich, nicht so häufig. Das ist einer dieser seltenen Sprunghunde. Ja. Ja, sind ja schon wieder gegen den Wind unterwegs. Ja. Das ist halt fast immer so. So, völlig sinnlos hier Segel an diesem Schiff zu haben. Eigentlich bräuchten wir Ruder. Ja, ja, eigentlich schon. Wir bauen uns so ein römisches Ruderboot. Eigentlich hat jedes vernünftige Piratenschiff neben den Segeln auch sogenannte Riemen, also Ruder. Tja, dann sag das mal den Leuten, die dieses Spiel lieben. Microsoft. Mirkus. Nee, wie heißen die? Kleinweich. Die gemacht haben, das Spiel. Keine Ahnung. Hier, guck mal. Hä? Megalodon. Das heißt... Machen wir den. Ich bewaffne mich. Ja, wir machen den. Segel hoch. Yeah, yeah. Segel. Warte. F. Segel hoch. Kringel, du bist Hauptverantwortlicher für Unterdeck. Okay. Das heißt aber, dass du erst da runter gehst, wenn wir getroffen werden. So, was schießen wir auf den? Mit Kanonen. Sind alle Kanonen geladen? Sind alle geladen, müssten wir zumindest. Hast du Kanonenkugeln, Blick? Die müsstet ihr euch schon immer selbst holen, rausholen, okay? Schießt man jetzt einfach auf dem, oder was? Ja, einfach drauf schießen. Oder willst du erst um Erlaubnis bitten? Ich weiß nicht, vielleicht gibt es hier bestimmte Strategien und Tic-Tac. Ja, vor allem, wenn er euch angreift, also wenn er das Boot angreift, schießt auf ihn drauf, schießt in sein Maul hinein und bitte verplempert keine Rinne. Ich weiß nicht, wie man hier zielt, das ist mir ganz fremd. Okay, ich würde sagen... Mit den Links- und Rechtstasten und hoch und runter. Ja, ich würde sagen, ich schieße auch drauf. Ja, ich weiß ja auch nicht, wie du es sonst machen. Hä? Was hast du jetzt gemacht? Ich drehe mich mit dem Scheißding mit. Also ich versuch's zumindest. Darf ich an die Kanone oder? Ja, mach mal. Dann drehst du dich mit. Dem Vieh mit, damit wir immer so lange wie möglich drauf schießen können. Egal, dann pass auf. Achtung. Er kommt. Huch! Ich bin vom Schiff unten. Dito! Ja. Du reparierst es. Das Schiff schwimmt davon. Es wird gleich langsamer. Das ist nur der Schub vom Megalodon gewesen. Der beißt einmal rein, es sind gleich drei Löcher drin, Alter. Ja, sei froh. Normalerweise sind es 5. Okay, es sind 4. Immer noch besser als 5. Ja. Braucht man einen Eimer hier unten? Nach einer Viertelstunde habe ich dann irgendwann nochmal realisiert, dass das Spiel das Drücken meiner W-Taste gar nicht akzeptiert hat. Und ich wundere mich noch, warum ich dem Schiff nicht näher komme.
Bist du denn inzwischen da? Gleich. F, F, F. Ah! Komm schon, F. Okay, ich bin auf der Leiter, bin auf dem Schiff. Gut, wir müssen ein bisschen weiter wieder nach vorne fahren. Weil der sonst, wir sind zu nah an der Insel, der kommt nicht, wenn wir zu nah an der Insel sind. Fahren wir mal fröhlich wieder ein bisschen weiter auf die See, in die See rein, wie auch immer. Mega. Ich bin Stress. Ich will den nämlich jetzt töten. Es gibt auch guten Loot, also es ist auch für euch schön. So. In einem der Ladebildschirme wird er mit der Harpune auf das Vieh geschossen. Bringt das was? Ich kann ja dann mitdrehen und reparieren. Man kann mit der Harpune auf ihn schießen, dann hängt man sich an den dran und hat die Chance, wenn man das richtig macht, dass man die ganze Zeit eine Weile so gedreht wird, dass man in Ruhe mit der vorderen Kanone auf ihn drauf schießen kann. Wir haben eine vordere Kanone. Wir haben zwei. Ja. Also keine frontal ausgerichtete, aber zwei Kanonen, die vorne sind und... Ach, zumindest im 45-Grad-Winkel nach vorne schießen können. So war das. Ich höre noch seine Musik. Da ist er erst hinter uns. Ich habe gedacht, Segel hoch. Okay, das vordere Segel ist noch oben. Das wird gerade gezogen. Du drehst dich mit. Ich gehe an die Kanone. Wo ist der? Wo ist der? Ich sehe den. Er ist gerade rechts neben uns. Also bleib erstmal so eingeschlagen, weil der kommt gleich in Schussbereich. Woran sehe ich ihn, wo das Zentrale ist? Also... Das ist... Ach, das ist Gold, alles klar. Ja, genau. Die Wellen sind scheiße. Sehr scheiße sogar. Das war zu niedrig. Und das viel zu hoch. Scheiße. Genau, am besten wirklich immer sehr niedrig bleiben. Das ist am meisten so. Nur wenn er zu nah kommt, trifft man ihn dann nicht mehr. Okay, jetzt kommt er auf die andere Seite. Ich habe nur noch eine Kugel. Ganz kurz gerade drehen. Ja. Und dann sofort wieder nach links. Okay, noch neue Kugel. Aber ich habe ihn in den Mund getroffen. Wenn man es schafft, ihn zweimal in den Mund zu treffen oder allgemein mit den Kanonenkugeln zu treffen, wenn er gerade so einen Angriff startet, dann bricht er seinen Angriff ab und nur die Flosse macht ein Loch. Das wäre ja sehr schön. Ja, das wäre wirklich so schön. Anstatt so fünf Löcher oder so. Hier sind sie. Ist er noch unterwegs? Ja, ja, der ist hier noch. Ja, ja, der ist unterwegs. Ich werde niemals aufhören. Hier, da. Da. Warte auf mich, will ich auch töten. Jetzt. Okay, für mich ist er außer Reichweite. Für mich auch schon. Greift an, scheiße. Zurück. Ich bin tot. Ich helfe kurz mit reparieren. Ja. Die Fähre der Verdammten. Du musst auch was essen zwischendurch. Hier bin ich mit Icy Blue Direct. Guten Tag. Wo ist es? Wo ist es? Ich glaube hinter uns. Ah, ne. Sitz! Sesam, öffne dich bitte jetzt, danke. Ey. Zu hoch. Viel zu hoch. Alter. Okay.
Gegenseite. Gar nicht laut, die Drecksviecher. Oh Gott, ist das schnell. Oh, wo ist der? Feuer! Ah nein, es war zu spät. Aber einer hat getroffen. Da drin ist er. Einer hat drüber geschossen. Okay. Egal, er müsste gleich down sein. Yay. Okay, probieren wir, ich will die Goldfisch nicht essen. Den solltest du auch nicht essen. Ein Bananenchen holen. Boah, Scheiße. Kein Bad. Ah. Ja, gut. Läuft. Ich brauche erstmal eine Banane. Was war das denn jetzt für eine Abschlussmusik? Banane. Ich habe einen neuen Titel. Ja. Und welcher? Weiß ich nicht. Ja, geh rein. Wir gucken. Ja. Exploding. So, steht das Schiff noch? Ja. Hat ein paar Löcher abbekommen, aber alt geflickt. Oh ja, es gibt Megalodon-Fleisch. Ich kann es verkaufen. Ja. So, ich habe meinen Titel ausgewählt. Ich weiß nicht, ob man sieht. Warte, warte, ich gucke mal. Wo bist denn du da? Wie funktioniert das jetzt mit dem Loot? Du hast bei mir gar keinen Titel. Der Loot, der wird da gleich auftauchen, wo gerade die Schwanzflosse versunken ist. Wenn du jetzt ganz nah an mir dran stehst, weil von weit weg hast du bei mir ja auch. Nee, du hast bei mir keinen Titel. Hab ich bei dir einen Titel? Also kannst du hast einen Titel, ja. Jäger des Ancient Terror. Ja. Oh, der Loot ist da. Na dann. Geronimo! Ich gehe kurz das Fleisch vor allem holen. Kringel, du kannst uns dann wieder rausharponieren. Das geht schneller als... Ei, ei, Captain. Ich muss erstmal wieder auf Deck finden. Kann das sein, dass wir eine Heulkiste dabei haben? Ja, wir haben eine Heulkiste. Moment, ich bin noch nicht, ich hab noch nicht. Hat Blick was? Ich hab eine Kiste, ja. Daneben. Ja, so. Hui! Sehr schön, jetzt mich, bitte jetzt mich. Oh Gott, ich werd angegriffen. Aua, ich werd angegriffen. Hui, hallo. Kann ich die abknallen? Ja, kannst du. Aber es bringt nicht so viel. So, bei der Heulkiste. Ich habe jetzt eben dran, aber. Bei der Heulkiste wird jetzt das Dufte, da muss immer mal jemand mit dem Eimer hier unten sein. Ich Warte. Bin geübt. Ich drehe mich mal ein bisschen und versuche die restlichen Sachen aus dem Wasser zu harponieren. Weil das Spaß macht. So. Abonniere diese kleinen Mini-Drecksdinger aus dem... Wo sind die kleinen Mini-Drecksdinger? Da sind die. Kleinen Mini-Drecksdinger. Das war daneben. Wirklich? Danke. Das auch. Und das? War das daneben? Nope. Ich habe ihn nie gesehen. Okay. So, was ist das Letzte? Das ist da auch genau, bloß weiter weg. Ah, siehst du es? Scheiße, ich sehe es tatsächlich überhaupt nicht gerade. Wenn du hier oben stehst? Naja, dann geh doch einfach mal ins Wasser und putz. Okay. Bei mir blinkt das gerade auch gar nicht. Also ich hab's. Nee, bei mir ist jetzt auch aufgehört. Also ich hab's blinken ich hab's sehen, gefunden. Ja, ich seh's. Ah, da hinten. Wo? Da, wo die Harpune ein Stück weit. Genau, du hältst genau drauf zu. Perfekt. Soll ich dich holen oder so? Ich glaube, du bist dann vorbei, oder? Ja. Ja. Ich möchte doch nicht. Ich bin tot. Wir sind solche Profis einfach. Oh, hallo, Haie. Gleich 3 Stück? Ah, wir wollen bestimmt nur spielen. Alles gut. Oh. Ich bin tot. Das habe ich gesehen. Wir haben dich richtig aus dem Wasser rausgehoben gerade. Irgendwann erwische ich es bestimmt.
Ah, ich erwische es nicht. Ich habe mir vorhin Kaffee geholt. Also gekauft hier so ein, oh, die ganze Bohne. Ja. Und dann die Kassiererin beim Rewe erstmal angerochen. nee, beim Edeka. Das ist ja gar nicht. Meinst du, kriegst das noch oder soll ich nochmal reinhüpfen? Das klang so vorwurfsartig. Nö, das war eher so. Ich weiß nicht, also so irgendwann erwische ich es bestimmt, aber es könnte anbieten. Keine Dauer. Warum fährt man nicht einfach einen Ticken in die Richtung? Das wäre ja viel zu einfach. Genau, warum einfach, wenn das doch umständlich geht, ne? Genau. Das wäre ja voll kacke. Ja, das war zu früh. Oh nein! Oh Gott! Du wartet doch, bis ich dir sage, dass ich den Schädel in der Hand halte. Ja, entschuldige, das sah so aus, als ob du es gerade genommen hättest. Oh Gott, es tut mir leid. Ich lege schon mal den einen Megalo dann Dingsbums auf. So, jetzt habe ich ihn. Jetzt kannst du mich an Bord holen. Was für nix. Haha. Du schaffst es. Nö. Du schaffst es. Ja. Guten Tag. Siehst du, und dieses kleine Ding könnte man theoretisch in die Schatztruhe packen, die wir vorhin gefunden haben. Wir haben doch eine, also kann man das auch praktisch machen. Okay, sehr schön. Und den dummen Schädel kann man da nicht reinstopfen? Nö. Also, keine Ahnung. Versuch's mal. Oh. Das ist optimal. Jetzt macht das auch Sinn. Sehr schön, okay. Dann ich hab gedacht, man kann nur ein Teil da rein. Das wäre für nee, man kann drei Teile da rein tun. Glaube ich. Also mindestens drei Teile. Ich weiß nicht, ob man noch mehr reintun kann. Wo ist der Seeposten? Da ist der Seeposten. Gut, wir geben jetzt die Kackfische ab. Ja. So. Das ist schön. Segel runter. Sind wir jetzt schon wieder gegen den Wind? Wir sind immer gegen den Wind. Egal, was wir tun. Und dass das Segel so löchrig ist. Erinnert mich an meine Fahrradtouren. Jedes Mal, wenn ich Fahrrad fahre, habe ich Gegenwind irgendwie. Ich weiß nicht, was das Wetter gegen mich hat. Oder du bist einfach so schnell, dass du immer Gegenwind hast. Genau. Mit dann durchschnittlich 17 bis 19 Kilometern die Stunde? Ich glaube nicht. Wo ich eigentlich ohne Wind mal so gemütlich 26 schaffen könnte. Das wäre ja alles viel zu einfach. Aber vorgestern war schön, wo es dann genau zu meinem Feierabend angefangen hat, so richtig zu schütten wie aus Eimern. So richtig schön mit Platzregen, Gewitter und allem drum und dran. Ich habe noch versucht, bis zur Straßenbahnhaltestelle zu kommen und habe dann aufgegeben, weil ich nichts mehr gesehen habe. Okay. Oh, mein Ruder sieht ja auch echt... Ja, das ist mir vor einer halben Stunde schon aufgefallen. Ja. Anaconda 025 hier drüben, ja? Ist schön, Kringel. Wir wissen, dass du da bist. Wozu ist das Megafon? Anker, warum wirft nie jemand deinen Anker? Das ist für Ingame Boys. Guck mal, das war doch eine Bilderbuchlandung. Von hier hinten kommst du so. Ja, von hier hinten kannst du gegen die Wand klatschen. So. Schön. Wo ist denn hier der Fischman? Du hier, der Fischman? Wollte gerade sagen, passt jemand auf das Fleisch auf nicht, dass es wieder schwarz wird? Nee, das braucht auch ewig lange Zeit. Die Truhen kann ich hier auch verscherbeln, ne? Nee, kannst du nicht. Wo verscherbel ich den Fisch und wie? Bei dem Typen hier vorne. Du nimmst dein Fleisch, dein Fisch in die Hand. Ach. Und gibst es dann halt einfach so ab. Schweinefleisch verkauft. Dü. Erfolg freigeschaltet. Eine seltene Köstlichkeit. Du hast einen Fisch mit seltener Färbung an Ruf des Jägers geliefert. Happy Birthday. 65 und 125, merk. Ihr könntet die Fässer hier looten. Okay. Ja.
Yay! Kanonenkugeln und Bretter, sehr schön. Nehmen wir. Oh nein. Was war das eben? Das Ding war so. Achso, die Heulkiste, alles klar. Sie heult. Gut, ich würde sagen. Die heult aber auch ganz schön was zusammen. Ja. Ich würde sagen, wir brechen diese Fahrt hier ab, die wir gerade am Laufen haben, weil das schaffen wir zeitlich sowieso nicht mehr. Und machen eine andere. Okay, wir können aber zusehen, dass wir die Kisten loswerden. Sonst sehr werden wir hier mit Wasser, sonst werden wir mit Wasserschöpfen nicht mehr fertig. Warte, ich gucke mal. Nö, noch nicht. Ja gut, dann fahren wir zum nächsten Posten, würde ich sagen. Außenposten. War da nicht irgendwie in unserer Nähe gerade noch? I can't tell you. Ich bin mit Wasserschöpfen beschäftigt. Wie ihr beiden auch offensichtlich. Naja, Candice kann sich ja mit Navigation beschäftigen, während wir hier die niederen Arbeiten verrichten. Finde ich schön. Ich finde das jedes Mal lustig, wenn man sie Candace nennt. Das erinnert mich an Candace aus Phineas and Ferb. Hey. Aus was? Diese Zeichentrickserie von den beiden Brüdern. Der eine hat grüne Haare, der andere hat rote Haare. Und die machen allerlei Blödsinn und erfinden irgendwelche Sachen in ihrem Garten. Und die Schwester versucht sie dann immer an die Mutter zu verpfeifen. Okay. Hat das irgendeinen besonderen Sinn, was du da gerade machst, Kringel? Wieso? Stehst erst auf dem Deck mit dem Eimer und schippst ins Leere und dann schießt du noch eine Kugel in den Himmel. Die Kugel war Absicht, das mit dem Eimer nicht. Wir haben einen nicht gegen Wind. Ein heroischer Tag. Ballkraft voraus. So, jetzt müssen wir mal wieder hochgehen. Was ist mit dem Megalodon hier unten eigentlich? Ja, den muss man irgendwann verkaufen. Ist das hier unten irgendwann wie eine Schuhsohle ist? Ja, das geht schon. Man kann ja immer mal wieder vorbeigucken. Genau, oh, der ist schon fertig. Okay. Jo. So viel zum immer mal wieder vorbeigucken. So. Wir nehmen Kurs auf. Ist das da ein Handelsposten? Ja, das ist ein Außenposten. Ist das nicht der Außenposten, an dem wir sogar vorhin waren? Ja, oh, Fässer im Wasser, Fässer im Wasser. Ja, tatsächlich, da hast du recht. Nee, da geht doch nicht. Nein. Okay. Plunder aus dem Posten. Yay! So, diesmal bleibt über Anker stehen und haltet die F-Taste bereit. Genau, Segel hoch. Jo. Das muss jetzt jemand anders machen. Mach ich. Damit wir wenigstens ein bisschen langsamer sind. Hm.
Ich habe nie behauptet, dass ich gut einpacken könnte. Ich fühle mich gerade an SpongeBob Schwammkopf erinnert, wo sie da mit dem Schiff des fliegenden Holländers unterwegs sind und erstmal alles durch die Gegend pflügen. Ja. Passt. So, in 5 Stunden sind wir dann auch angekommen. Am Steg. Mhm. So, hier die Knochenkiste. Wo ist... Nein, nicht Anker. Okay, dann halt doch Anker. Ich würde sagen, das reicht hier so. So, dann können wir ja die kleinen Sachen in der Truhe auch verkaufen. Alter, jetzt werden mal die Heubolie los hier. Naja, die Heubolie, das wäre schön. Bist du die Heubolie? Truhe der Sorgen, ja. Oh, ich sollte mal noch mal kurz auf den Megalodon. Hast du wieder einen Herd angelassen, ja? Ja. Entschuldigung. Wo springe ich denn hin? Okay. Warum haben wir die Kiste, wenn wir dann alles einzeln rausnehmen, anstatt die ganze Kiste mit anderen zu... Weil das ja viel zu einfach wäre. Wollen wir es uns wirklich einfach machen? Weil einfach, ja, ich mich einfach, gefreut, einfach ist. Dass das langweilig. Die Kiste endlich einen Sinn hat und dann... Ja, die bleibt bei uns und da packen wir dann halt immer Sachen rein, kleine damit Sachen. Damit wir sie dann wieder einzeln rausnehmen. Genau, damit wir sie wieder einzeln rausnehmen können. Das ist doch schön. Der Nutzen des Ganzen ist, es spart Platz auf dem Deck. Genau. So, kann hier einmal jemand kurz in die Kajüte kommen, bitte, und hier Abbrechen machen? So, für Abbruch stimmen. Genau, danke. Und dann hier, bitteschön, kannst du direkt wieder für eine Fahrt stimmen. Yay! Aber renn nicht weg, ich will erst gucken, was das ist. Okay, gefleckte Hühner und so weiter, das ist einfach, das machen wir. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wie man die Viecher aufhebt. Du rennst den mit dem Käfig hinterher, den Hühnern, und drückst einfach nur linke Maustaste. Jetzt weiß ich, was mir beim letzten Mal gefehlt hat, der Käfig. Ja, hier hast du Käfig, stell dir den mal hier hin. Okay. Ich bin ein sehr reinlicher Pirat. Ja, schön. So, 3 Käfige. Weißt du denn zufälligerweise, auf welcher Insel du warst, wo du viele Hühner gesehen hast? Nein. Das ist schade.